Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wie leicht ist es, zu motzen und zu meckern über die da oben, über die, die Verantwortung tragen, über die, die Verantwortung für andere übernommen haben und damit oft eine schwere Last auf den Schultern tragen. So leicht ist es, sich aufzuregen und zu motzen und zu meckern. Aber was wäre eine Alternative? Paulus liefert im Brief an Timotheus eine. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten für alle Menschen und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Dass wir bei uns relativ ungestört und ruhig leben können, ist auch denen zu verdanken, die für uns in Politik und Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Vielleicht sollten wir manchmal einen Gang zurückschalten in der Kritik, in der persönlichen, aber auch in der öffentlichen und mehr Danke sagen und für die, die Verantwortung für uns übernommen haben, auch einmal ein Gebet sprechen. Lasst uns diesen Tag nun mit einem Gebet beenden. Guter Gott, so viele Menschen haben sich bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen für andere, im Kleinen wie im Großen. Diese Menschen legen wir dir heute ans Herz und bitten dich für sie. Stärke sie, so wie du uns jetzt in dieser Nacht stärken und beruhigen willst, damit wir morgen in einen neuen Tag hineingehen. Gib uns die Kraft, da die Verantwortung wahrzunehmen, wo wir Verantwortung tragen, und für die zu danken und für die zu beten, die für uns Verantwortung übernommen haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.